Ja, schön, dass du da bist. Ich möchte dir wieder mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die vor ein paar Tagen passiert ist, die ja, mich wieder inspiriert hat, ein kleines Video zu machen. Und zwar kommt es vielleicht mal ab und zu bei dir auch vor, dass man so im Tagesgeschäft, also in meinem Fall durch das Coaching, Therapie mit meinen Patienten, gar keine Zeit hat, etwas zu trinken, es ganz vergisst und dann irgendwie abends bemerkt, so, ja, einen großen Durst und dann geht man an den Schrank und wie ich habe dann ein Glas rausgeholt, habe mir etwas eingeschenkt und habe es getrunken und denke irgendwie, fühlt sich das komisch an, was ich hier mache. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Ich kann das mal hier so ein bisschen nachstellen zur besseren Verdeutlichung. Bestimmt kennt ihr diese Gläser, ich weiß nicht, wo ihr unterwegs seid, aber die gab es bei McDonald's. Ja, Coca-Cola hat die hergestellt und im McDonald's da verschenkt. Ja, mal gucken, ob ich das hier reinbringe, ohne dass es umkippt. Erinnert euch das an irgendetwas? Ja, also mich hat es dann später irgendwie an Grab erinnert, an Tod. Und mir wurde bewusst, dass das wirklich aussieht wie eine Grablampe. Und mir wurde auch bewusst, warum ich eigentlich dieses Glas immer gemieden habe. Denn ich habe es zum ersten Mal verwendet, weil ich einfach nur reingegriffen habe und habe groß nicht geschaut. Und ja, jetzt weiß ich warum. Weil natürlich mich das Ganze an etwas erinnert, was negativ besetzt ist. Mir war das natürlich anfangs nicht bewusst. Das heißt, ich habe also das Glas einfach stehen lassen, habe ein anderes genommen, bis ich dann einfach mal meine Gedanken eingeschaltet habe und festgestellt habe, dass es einfach sich nicht gut anfühlt, dieses Glas. Und das hat mir wieder Folgendes gezeigt, dass unser Gehirn sich erstmal alles merkt, was wir jemals gesehen haben und auch alles ein Gefühl verpasst. Ja, also, dass du natürlich Entscheidungen getroffen hast in deiner Vergangenheit, was gut oder schlecht für dich ist und dass du aber vieles nicht bewusst entschieden hast. Wie bei dieser Grablampe, die hat man natürlich gesehen, wenn man auf dem Friedhof war, Allerheiligen, wenn man jemanden beerdigt hat. Deswegen löst sie in einem später ein ungutes Gefühl aus. Was können wir jetzt dadurch lernen? Vielleicht geht es dir auch so, dass du oft mal in deinem Leben in bestimmte Gefühle rutscht, in Ängste, in Traurigkeit, in Wut, in Hilflosigkeit, wo du natürlich denkst, das hat jetzt etwas mit diesem Menschen zum Beispiel zu tun, der vor dir steht. Mit einem Arbeitskollegen, mit deinem Chef, mit deinem Partner. Aber letztendlich kann es ja auch sein, und das könnte ja wirklich sein, dass dieser nur in dir ein Gefühl antriggert, das du irgendwo in einem anderen Zusammenhang schon mal kennengelernt hast. Und wenn du dieses Gefühl vielleicht sogar da kennengelernt hast, wo du noch sehr klein und sehr hilflos warst, was fast zu 100% der Fall ist, weil du die Gefühle meistens ab deiner Geburt oder ab und zu auch schon im Mutterleib kennenlernst, dann haben die natürlich immer einen kindlichen Charakter. Und wenn du dann als erwachsene Person von deinem Gehirn unbewusst an eine Situation gebracht wirst, an der du dich sehr hilflos gefühlt hast, sehr wütend, sehr traurig, sehr ängstlich und das wirklich in einem Zusammenhang, in dem du sehr klein und hilflos warst, dann passiert es vielleicht, dass du in deinem Leben nicht die richtigen Entscheidungen triffst, weil du ja Angst hast, dich vielleicht von einem Partner zu trennen, der dir sehr wehtut. Weil du Angst hast, vielleicht dich selbstständig zu machen, weil du dich öfter hilflos fühlst gegenüber bestimmten Situationen, bestimmten Menschen. Und ich glaube, dass das es wirklich ist, was uns letztendlich unglücklich macht. Dass wir aufgrund alter Gefühle, Schuldgefühle, Hilflosigkeit, wie ich schon gesagt habe, Ängste, oft die falschen Entscheidungen treffen müssen. Weil ich nicht mit dem kindlichen Gefühl sagen kann, ich sage jetzt jemandem mal die Meinung oder ich mache mich selbstständig oder ich kündige den Job und suche mir was anderes.
Oft hindern uns diese alten Gefühle daran, den wirklichen Weg zu gehen, den wir eigentlich gehen wollten. Gerade bei Wut zum Beispiel ist es oft so, dass wir die Wut auf eine andere Person hatten und diese dann aber auf unser Leben, unser jetziges Leben, oder auf dieses Leben anwenden. Dass wir dann einfach spüren, dass uns bestimmte Personen extrem wütend machen. Und oft lassen wir dann die Wut an den Menschen aus, die gar nichts dafür können. Kinder oder Menschen, die einfach ein bisschen zurückhaltender sind, schüchterner sind und auch wahrscheinlich nie gelernt haben, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Ja, was ist der Essenz aus allem? Wenn du bemerkst, dass du bestimmte Dinge nicht kannst, weil du da eine große Angst hast, wenn du bemerkst, dass du dich öfter hilflos oder traurig fühlst, dann ist es vielleicht mal an der Zeit zu schauen, warum fühlt sich denn diese erwachsene Person, diese Frau, dieser Mann hilflos und klein? Warum hat dieser Mann, diese Frau Angst vorm Leben? Warum geht sie nicht den Weg, wo sie schon innerlich weiß, dass er gut für sie wäre oder gut für ihn wäre? Wenn du das ergründest, wo die Grablampe letztendlich gestanden ist, die dich irgendwann mal so negativ berührt hat, dann hast du die Möglichkeit, dieses alte Gefühl, das du damals erfahren hast, vielleicht in dem Fall mit der Kerze, wo jemand gestorben ist, den du sehr geliebt hast, dann hast du hier die Möglichkeit, das Gefühl abzuändern, diese Erinnerung aufzusuchen, auch wenn sie schmerzt, und die Gefühle aufzulösen, damit du endlich in diesem Bereich auch erwachsen durchs Leben gehen kannst. Du kannst das ja mal gut überlegen, kannst es auch mal selber testen, indem du einfach mal vielleicht eine Woche lang jetzt mal deine Gefühle beobachtest. Vielleicht kannst du dir einfach mal ein Tagebuch führen, schreib doch mal auf, was du fühlst. Wie geht's dir in dieser Woche? Vielleicht dreimal am Tag, frühs, mittags, abends, einfach mal schauen, wie geht's dir? Fühlst du dich frei, leicht, stark, selbstbewusst? Fühlst du dich erwachsen? Oder hast du oft irgendeinen Druck im Bauch, ein Kloß im Hals? Fühlst du dich öfter hilflos, klein, traurig, wütend, schuldig? Wenn du das fühlst, dann kannst du davon ausgehen, dass auch du irgendwo so eine Grablampe hast, die du aber noch nicht mit dieser in Verbindung bringst. Und wie gesagt, wenn du erkennst, dass es eine Grablampe ist hier und kein Glas, also ich finde, das ist kein Glas, aber wenn du das erkennst, dann hast du eine große Macht. Die Macht, vielleicht doch endlich wirklich frei und glücklich zu werden. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche, pass gut auf dich auf und carpe diem, nutze den Tag.